So, liebe Freunde, willkommen zurück zum Politik Simulator 4. Und wir wollten jetzt ja ein bisschen schneller mal vorankommen. Wir sind aktuell in-game 18. Juni 2016. Und ja, wollen jetzt einfach mal ein bisschen mehr oder größere Sprünge machen, um zu schauen, ob unsere Maßnahmen auch fruchten. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur tagweise überspringen, sondern auch mal wochenweise. Und dann werden wir mal. Ich gucke nochmal rein, das war bei. Wo haben wir Arbeit? Und da wollen wir mal schauen, ob wir auch hier uns der Arbeitslosigkeit ein bisschen. Ja, das macht mir noch so ein bisschen Sorge, dass wir hier eigentlich um 0,1% sogar mehr Arbeitslose haben als vorher. Obwohl das BIP gestiegen ist. Hier wollten wir ja gucken, dass wir hier ansetzen. Es ist so dieses erste, sagen wir mal, wichtige Ziel, das wichtigste Ziel, dass wir die Arbeitslosenquote senken. Dass wir mehr Leute in Arbeit bekommen, dadurch auch mehr Leute Geld ausgeben können, wir dadurch auch mehr Steuereinnahmen wieder generieren und so weiter und so fort. Wir haben ja vor 3 Folgen, glaube ich, schon den Sozialsatz der Arbeitgeber gesenkt, um da einen Anreiz zu schaffen. Wir haben die Wirtschaft ja gestärkt, um da auch ein Stück weit Arbeitsplätze zu schaffen. Und jetzt gucken wir mal, ob das so passt. Sollte das wieder erwarten jetzt sich nicht bessern, dann können wir hier immer noch im Haushalt ein Stück weit schauen, dass wir hier was für die Jugendlichen zum Beispiel tun. Ja, ob wir da hier die Kontrolle von Arbeitslosen, ja, weiß ich nicht, inwieweit das jetzt sinnvoll ist. Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Die Arbeitsagentur, das ist sehr, sehr teuer. Aber hier können wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen was tun. Das ist so das erste Ziel. Um natürlich auch einen besseren Haushalt zu generieren, beziehungsweise auch um ausgeglichenen Haushalt zu generieren. Und da sind wir schon beim zweiten Thema, was uns jetzt die nächsten Folgen ein bisschen blüht, sag ich mal. Nämlich im Budget, dass wir uns hier so ein bisschen den Haushalt anschauen. Ja, ihr seht, wir haben einen größeren Haushalt von 107 Milliarden immerhin auf 112 Milliarden. Also vom Anfang des Spiels, 1.1.16 bis zum heutigen Tag, 18.06.16. Und dass wir hier vielleicht gucken, wo können wir hier ein bisschen einsparen, beziehungsweise ja, einsparen, ausgeglichen Haushalt quasi schaffen. Ja, wir können auch mal hier oben draufklicken. Da sehen wir es, wir haben Ausgaben von 112 Milliarden, das ist unser Haushalt. Und unsere Einnahmen laufen sich derzeit auf 105 Milliarden. Da müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was tun können. Wobei das natürlich immer so kalkulatorisch ist. Das heißt, es wird sich erst am Jahresende wirklich rausstellen, wo wir dann stehen. Ja, das ist wie gesagt so ein bisschen das, was ich mir für die nächsten Folgen vorgenommen habe. Ansonsten können wir dann immer noch schauen, wo können wir ein bisschen was einsparen. Ihr seht, die soziale Sicherung zum Beispiel ist extrem nach oben gegangen, von 46 Milliarden auf 50 Milliarden, das Innere, klar. Die Schuldentilgung ist nach unten gegangen, Schuldenerlass zum Beispiel, und der Rest ist dann teilweise unter ferner Liefen, bis hin zu Tourismus. Gut, würde ich mal sagen, gucken wir uns das ein bisschen an. Netz Iran, hören wir es uns mal an. Die von uns eingeschleusten Agenten haben die Möglichkeit, eine Sabotageoperation durchzuführen. Eine Art bulgarische Öffnung, wenn Sie die Analogie erlauben, die nach meinen Berechnungen einen zweiziffrigen dynamischen Eindruck machen würde, sogar mehr als der absolute Index zum drohenden Fehlerpotenzial. Möchten Sie mit dieser Operation fortfahren? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Netz Iran, Möglichkeit der Sabotage einer Ölquelle in Khuzestan. Was hätten wir denn davon, wenn wir... Ich nehme mal an, dass das auch im Iran ist. Das, ich überlege gerade, das müsste rein theoretisch, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf das echte Leben projiziere, wahrscheinlich mit den IS zusammenhängen. Denn mit dem Iran an sich haben wir ja keine Schwierigkeiten. Aber der Iran und Irak, das ist der Iran, nee, der Iran ist ja nicht, derzeit noch nicht vom IS besetzt, ne? Das ist Irak, Syrien, Iran noch nicht, soweit ich weiß. Möglichkeit der Sabotage einer Ölquelle
In Kurdistan. Es geht um eingeschleusten Agenten. Dann lass uns mal kurz reinschauen. Bei Geheimdienst Terroristen. Kräfte des reinen Islam von Griechenland. Das kann eigentlich nur. Das kann eigentlich nur mit den IS zusammenhängen. Hören wir uns nochmal kurz an. Die von uns eingeschleusten Agenten haben die Möglichkeit, eine Sabotageoperation durchzuführen. Eine Art bulgarische Öffnung, wenn Sie die Analogie erlauben. Okay, die von uns eingeschleusten Agenten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier um den IS geht. Denn sonst haben wir ja nicht wirklich Agenten eingeschleust. Das sind ja auch der, das ist der einzige Agent. Wir gucken nochmal kurz rein. Wo wir hier irgendwas infiltrieren. Kräfte des reinen Islam von Griechenland. Infiltrierte Organisation. Ist halt auch so ein bisschen schade, dass das jetzt so ein kleines bisschen undurchsichtig ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es um den IS geht. Dass die unsere eingeschleusten Agenten hier was sabotieren können. Deswegen nehme ich es mal an. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ist halt so, wie ich das jetzt interpretiere, aus der Spielsituation heraus und dem, was uns unser Geheimdienstchef auch gesagt hat. Wenn es ein Fehler jetzt war, dann haben wir wieder was gelernt, aber ja. Ja, ihr wisst, wie es ist. So, was haben wir denn hier noch? Gerade verstaatlichen und anpassen. Ja. Das klappt ja irgendwie nicht so ganz, das haben wir ja schon festgestellt. Was haben wir denn hier oben? Ja. Alles klar. Ansonsten ist mal schön. Russland Kältewelle im Juni. Okay, das kann dann nur irgendwo oben in der Taiga sein, irgendwo. Ist mal schön, dass wir hier die Zeitung aufschlagen und wir haben nichts Gravierendes, wo wir hier irgendwie richtig auf die Fresse bekommen. Klar, immer mal so ein bisschen was. Was noch negativ ist, wir haben auch noch die zwei Demonstranten, aber im Prinzip ist es im Moment wirklich sehr, sehr ruhig. Das freut mich ungemein. Wir wollten es auch wochenweise machen. Gut, Ende der Aufstände in Larissa. Das ist schön. Das sieht jetzt wieder viel, viel besser aus. Ich glaube hier noch oben. Thessaloniki ist es schon extrem lang. 162 Tage. Das ist, glaube ich, seit Beginn unserer Legislaturperiode. Beziehungsweise die Legislaturperiode läuft ja auch schon hier in Griechenland länger. Aber seitdem wir hier quasi spielen, müsste das jetzt 162 Tage sein. Allerdings sehen wir nur noch 11 Demonstranten. Das sieht ganz gut aus. Neben den Kampfhandlungen 331. Okay, das sind wohl die, die jetzt nicht aktiv Kampfhandlungen betreiben. Ansonsten würde ich mal sagen, ist das auch bald beendet. Ich hoffe es zumindest. Also gut, Befreiung der Demonstranten. Wurden wieder freigelassen. Und jetzt Argentinien. Unsere Zelle in der Regierung hat mich informiert, dass sie die Chance hatte, ihren potenziellen Informanten zu treffen. Nach meinen Berechnungen mit der Transaktionsanalyse, natürlich der Chicago Universität, ja, hat das Team maximal eine 63,8%ige Wahrscheinlichkeit, einen strategischen Zug zu machen, wenn sie sich auf dieses Ziel konzentrieren und nur auf dieses Ziel. Ja. Unsere Zelle in der Regierung hat mich informiert. Jetzt weiß ich auch, was Netz Iran heißt. Ich glaube, das hängt jetzt eher damit zusammen, mit der Sabotage, dass wir hier in Außen. Genau. Ich glaube, das hängt hier mit dem Spionagenetz zusammen. Wir haben ja in mehreren Ländern auch Spione drinne. Und ja, das kann natürlich sein. Das wollte ich jetzt nicht klicken, Ankara. Geh mal weg da. So. Dass wir hier natürlich.
Okay, ich glaube, mit der Sabotage, das hat nichts mit dem IS zu tun. Ich glaube, das hat hier wirklich mit diesem Spionagenetz zu tun. Auch das wurde ja geschrieben. Argentinien. Warum haben wir Spionen eigentlich in Argentinien? Russland macht Sinn. Syrien macht logischerweise auch Sinn. Wir hätten noch 10 Agenten. Gut, das. Okay, da war das vielleicht doch ein Fehler, dass wir das im Iran sabotieren. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns da mal überraschen. Okay, hier werden wir wieder gelobt vom den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Griechenland, dass ein modellhaftes Land der Vereinten Nationen ist. Ja. So. Hier ist wieder mal jemand als Nachfolger gewählt worden bei den Vereinten Nationen, wo wir auch gelobt wurden. Die Regierung scheint sich gegenüber den Sozialpartnern zu öffnen. Okay, hier allerdings werden wir noch ein bisschen kritisiert. Das Fehlen jedes Interesse der Regierung an der Kultur betrübt mich. Ja, hat leider keine Priorität im Moment. Ansonsten haben wir hier nur. Müsste jetzt nicht eigentlich irgendwo hier der Brexit gewesen sein? Fällt mir da gerade ein. Da sehe ich hier international, sehe ich hier leider nichts. Großbritannien? Nein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das hier im Spiel auch implementiert ist. Ich sehe aber auch irgendwas über Deutschland. Okay, das ist uninteressant. Das mache ich eigentlich recht gern, mir so die Zeitungen durchlesen. Wie gesagt, ich überblätter das bei uns immer bloß ein bisschen. Aber das mit dem Brexit, das würde mich schon interessieren. Wir gucken mal. Ich kann hier leider nicht mit WASD scrollen. Großbritannien. Oder das kriegt man eigentlich auch über unseren EU-Button raus, ne? Also hier ist Großbritannien ja noch drinne, logischerweise. Auch wenn sie nicht in der Eurozone sind. Habe ich jetzt aber auch nichts in der Zeitung gelesen, auf dem ersten Blick. Ich nehme an, dass das hier nicht mit im Spiel implementiert ist, was ein bisschen schade ist. Denn das Thema, ich habe es ja schon mal gesagt, wird ja, denke ich mal, was haben wir jetzt? Fast Anfang Juni. Also bei uns jetzt, Real Life. Wann sind die Wahlen? 19.? Nee, nicht am 19. Irgendwann jetzt in den nächsten 3, 4 Wochen, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, kommen ja die Wahlen oder die Volksabstimmung zum Brexit oder Nicht-Brexit. Und das wird ja eine enge Kiste. Da sind wir echt mal gespannt. Überhaupt, das ganze Jahr ist relativ geprägt mit pikanten Entscheidungen. Haben wir ja letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Wahl von, oder die Präsidentenwahl in den USA könnte eine enge Kiste werden. Das mit dem Brexit ist auch eine enge Kiste. Gute Nachrichten übrigens, dass sich das ja mit Griechenland so ein bisschen zerschlagen hat. Da hat man sich ja irgendwie drauf geeinigt. Und ihr könnt mich jetzt korrigieren, aber ich habe irgendwo in einem Statement gelesen, dass Griechenland inzwischen sogar wieder ein kleines bisschen Wirtschaftswachstum drin hat, was mich für Griechenland natürlich freut. Wie gesagt, ich finde, Griechenland ist ein tolles Land. Ja. Ob er das jetzt auf den Weg hätte machen müssen, wie es gemacht wurde, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht auch ein Stück weit anders lösen können, wo es nicht zu so sehr auf Lasten der Bürger geht, sondern eher zu Lasten der Banken und so weiter und so fort. Man kann eigentlich nur hoffen, dass vielleicht in so 10, 15 Jahren Griechenland wieder so weit gefangen ist, dass die jungen Menschen eine Perspektive bekommen und haben. Ja, aber das ist ein, sag ich mal, ein Thema vielleicht für eine andere Folge. Wenn ich mich da mal ein bisschen mehr schlau gemacht habe, ich habe das nur am Rande mitbekommen die letzten Tage, dass es da wohl eine Einigung gab. Und das sind doch zumindest mal für Griechenland gute Nachrichten. Was haben wir denn hier? Auch gute Nachrichten für unser Griechenland in-game. Gute Nachrichten, unsere Haushaltszahlen des letzten Quartals zeigen einen Überschuss. Dies wird uns dabei helfen, unsere Schulden zu reduzieren. Lassen Sie uns so weitermachen. Gut, wir haben weiterhin einen Überschuss von 1,86 Milliarden.
Ich glaube, das ist das kalkulierte bis Jahresende. Wir können ja mal in das Budget nochmal reinschauen. Hier haben wir immer noch Ausgaben und Einnahmen etwa gleich. Nicht gleich, sorry. 6 Milliarden Unterschied. Hier ist allerdings jetzt ein bisschen gestiegen. Kennt man auch hier an dem grünen Pfeil. Werden wir mal weiter beobachten. Gut, gucken wir weiter. So, wir sitzen beim Treffen der EU. Gipfeltreffen. Nun, nach dieser Gesprächsrunde haben wir einen Konsens. Oh. Oh. Warum zählt meine Stimme nicht? Ich wollte 34 lassen. Jetzt haben wir uns auf 37, geeinigt. Ohne, dass ich überhaupt hier meine Stimme abgeben konnte. Was ist denn hier los? Ja, Herr Premierminister, wir würden gerne Ihre Meinung hören, aber die haben einfach ohne mich entschieden. Den Anteil der Landwirtschaft in der EU regeln. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Wir haben uns heute getroffen, um das Landwirtschaftsbudget als Anteil des Gesamtbudgets der EU festzulegen. Das heißt, das Budget ist von... Oder der Anteil des Budgets ist ja nicht das Budget an sich, sondern es geht um den Anteil des Budgets. Ist von 34 aus 37,1, glaube ich, war das. Oder 37,4 jetzt gestiegen. Und mir fehlt leider so ein bisschen hier... wie soll man sagen, so ein kleiner Tooltip. Das würde ich mir gerne noch wünschen, überhaupt würde ich mir das gerne ein bisschen mehr wünschen. Von den Entwicklern. Das ist ja ein Spiel, was so ein bisschen Wissen vermitteln soll. Und ja, ist das alles so ein bisschen realistisch gestaltet. Wenn man hier so Tooltips hätte, was die Konsequenzen wären von einem höheren Budget. Klar, Landwirtschaft ist logisch, das heißt, dass die Länder, die Landwirtschaft betreiben, jetzt mehr Budget haben, mehr Geld haben, wo investiert werden kann. Das soweit kann man noch kombinieren. Was ich mir da wünschen würde, wäre, wo wird zum Beispiel gespart? Ja, jetzt investiert man ein bisschen mehr in die Landwirtschaft, von 34 auf 37, anscheinend. Irgendwo muss es ja weggehen. Ja, wird da irgendwo was gekürzt? Bei der Industrie oder... Ja, ihr wisst, was ich meine. Da würde ich mir so ein bisschen hier mehr Tooltips wünschen, um vielleicht ein bisschen mehr durchzusehen, was hat das für Konsequenzen? Ja, und oder was lerne ich daraus, der Landwirtschaftsanteil in der EU, dass ich dann weiß, was bewirkt der wirklich? Ja, das ist so ein bisschen schade. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen höheren Lerneffekt. Ja, ich schlage jetzt einfach mal 34 vor, aber meine Stimme zählt ja eh nicht mehr. Die haben einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden, wie das die EU immer macht, ohne Griechenland, Sauerei. Hier weiß ich nicht, warum der Aufstand nach oben geht, wahrscheinlich weil die Aufstände beendet sind. Keine Ahnung. Entscheiden die über unsere Köpfe hinweg. Es kann ja nicht sein. Das ist auch schön. Sehr gute Nachrichten. Steigendes wirtschaftliches Wachstum. Hier ist unsere Wachstumserwartung für das Ende des Jahres, die wir auf Basis der letzten Monate erstellt haben. Das ist ein mittlerer Wert, der uns eine mittlere Dynamik attestiert. Wir könnten besser sein. Ja, gut, das sagt er immer, aber ich finde, so zwischen 2 und 3% Wachstum finde ich eigentlich gesund. Ja, weil ihr müsst mal so sehen, wenn ihr seht, es ja um 6%, 7%, guckt euch China an. Ja, hey, die sind gewachsen, die kommen nicht hinterher. Wo will man in 15 Jahren stehen? Wenn jedes Jahr 7% Wachstum sind, da ist man in 10, 15 Jahren bei 100% Wachstum. Das kann nicht gesund sein, da kann keine Infrastruktur mitwachsen, da kann nichts mitwachsen. Ich finde 2, 3% finde ich als Wachstum gesund, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, auch wenn es mal kein wirkliches Wachstum gibt, dann gibt es halt kein wirkliches Wachstum. Deswegen geht es den Firmen nicht schlecht. Ja, das ist halt nur das Problem, dass die Firmen jedes Jahr mehr Gewinn machen wollen. Die Firmen, die geben sich halt immer nur das Ziel, wir müssen nochmal 2% mehr drauflegen, 2% mehr drauflegen. Ist,
ich bekomme das bei uns, bei meinem Arbeitgeber ja auch im Moment ja hautnah mit. Noch mehr Umstrukturierung für noch mehr Gewinn, für noch mehr rausquetschen. Das ist, ja, wenn es halt mal stagniert, dann macht man trotzdem Gewinn. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat man halt dieses Jahr dasselbe Gewinn wie letztes Jahr. Man hat ja Gewinn. Ja, aber das ist halt bei den börsennotierten Unternehmen leider Gottes so. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Vielleicht zum Abschluss der Folge dazu noch ein Statement von mir. Wenn ich sehe, dass dann ein Unternehmen darauf angewiesen ist, jedes Jahr noch mehr Gewinn zu machen, nur um ein paar Aktionäre zufriedenzustellen. Und dann die Aktionäre sagen, was, ihr habt nur 3% Gewinn gemacht, ich bekomme nur eine Dividende von 1 Euro pro Aktie. Ja, und ich habe, keine Ahnung, da 50.000 Aktien und bekomme nur 50.000 Euro oder was weiß ich wie viel. Das, was ich an Aktien investiert habe, hätte ich bei einer Bank, was weiß ich wie viel, bekommen, umgerechnet. Also seht zu, dass ihr noch mehr Gewinn macht, nur um Aktionäre zufriedenzustellen. Weniger Aktionäre, muss mitunter die ganze Belegschaft, teilweise auch das mittlere Management schon drunter leiden. Finde ich, das ist auch nicht gesund. Dass einige wenige Aktionäre über, wir hatten es glaube ich mit Beispiel BMW gehabt, ne? Dass einige wenige BMW-Aktionäre zum Beispiel vor ein paar Jahren über das Schicksal von 15.000, 20.000 oder wie viel Berufstätige entscheiden. Finde ich kritisch. Deswegen, dann ist halt mal so. Ja, da gibt es halt mal kein wirkliches Wachstum, solange wie die Firmen Gewinne machen, gesund sind, die Leute Arbeit haben, ist es halt mal so, dass es mal höheres und nicht so hohes Wachstum gibt. Aber ständig nur wachsen. Ja, wohin will man wachsen? Ja, es muss auch Leute geben, die Produkte kaufen. So viel dazu. Ich würde sagen, dennoch gute Nachrichten gewesen. Wir machen hier einen Cut. Wir gucken uns nächste Folge mal an, wie das jetzt in Zahlen aussieht von Arbeitslosen und so weiter. Unsere Beliebtheit steigt auch wieder, das ist auch schön. Der letzte Aufstand in Thessaloniki wird hoffentlich auch bald beendet sein. Und dann, ja, sind wir auf einem guten Weg. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.